Ja, vielen Dank, liebe Desiree, für die nette Einführung, auch für die Einladung, liebe Frau Ministerin, liebe Frau Staatssekretärin, lieber Herr Rieke Baulicke. Freue mich, wieder hier zu sein in Schleswig-Holstein. Vor ungefähr einem Jahr war ich auch schon hier und habe die Ergebnisse des Bildungstrends 2015 vorgestellt. Nun also der Bildungstrend 2016 für die Grundschule. Und ich fange auch gleich an, Ihnen unsere gesammelten Werke nochmal vor Augen zu führen. Wir sind ja zuständig für das nationale Bildungsmonitoring basierend auf den Bildungsstandards der KMK. Das Ganze hat 2009 begonnen mit dem ersten, damals noch Ländervergleich. Studien wurden damals noch Ländervergleich genannt. Die erste Studie hat noch Professor Köller verantwortet, der da hinten sitzt, ganz in schwarz. Ich freue mich, dass er gekommen ist. Und der jetzt das IPN leitet, er war Gründungsdirektor des IQB. Und dann kam der erste Ländervergleich 2011 in der Grundschule, also der erste Bildungstrend 2009 bezog sich auf die sprachlichen Fächer in der Sekundarstufe 1, 2011 dann Grundschule, Mathematik und Deutsch, 2012 die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik in der Sekundarstufe 1. Das war sozusagen der erste Zyklus. Und wir haben dann gesagt, wir wollen die nicht mehr Ländervergleich nennen, die Studien, weil darauf kommt es letztlich nicht so sehr an. Entscheidend ist der Trend, die Frage, wie entwickeln sich die Bildungssysteme, die einzelnen Bildungssysteme der Länder über die Zeit. Der erste Bildungstrend bezog sich dann wieder auf die sprachlichen Fächer in der Sekundarstufe 1, den wir letztes Jahr veröffentlicht haben, den Bericht. Und jetzt sind wir bei 2016 angekommen, Primarbereich Deutsch und Mathematik. Jetzt haben wir Gott sei Dank ein Jahr Pause. Wir müssen nicht schreiben über den nächsten Sommer. Die Berichte müssen über den Sommer geschrieben werden. Aber die Erhebungen finden dann 2018 für den dritten Bildungstrend statt in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften, wiederum in der Sekundarstufe 1. Und der Bericht wird dann Ende 2019 veröffentlicht. Ja, worum geht's heute? Ich will Ihnen ganz kurz nochmal die Inhalte der Erhebungen vor Augen führen, ganz kurz etwas zur Testpopulation sagen, zu den Stichproben und dann vor allem auf zwei Fragen eingehen. Einmal, wie hoch sind die Anteile der Kinder, die mindestens die Regelstandards erreichen, die von der KMK definiert wurden? Also das, was Schülerinnen und Schüler in der Regel erreichen sollen am Ende der vierten Jahrgangsstufe, was immer auch in der Regel heißt. Das ist ein bisschen schwammig. Aber wir haben auch inzwischen Mindeststandards, die definieren, was alle Schülerinnen und Schüler mindestens erreichen sollten zu diesem Zeitpunkt. Ich werde auf die Ausgangslage zu eingehen. Wie sah es 2011 aus, dann den Trend berichten und dann eingehen auf die Ergebnisse für 2016. Denn das ist nochmal ein Unterschied. Ein Bildungssystem kann sich verbessert haben im Trend, aber natürlich immer noch Herausforderungen zu bewältigen haben aktuell, im Jahr 2016. Dann werde ich was zu den Disparitäten sagen, geschlechtsbezogene, soziale und zuwanderungsbezogene Disparitäten und auch was zur Schulzufriedenheit. Das ist eine Variable, die haben wir neu aufgenommen. Erstmals im Bildungstrend 2015. Also wir wollen nicht nur die Leistung anschauen, sondern auch, das haben wir immer schon gemacht, Interessen, Selbstkonzept, aber auch die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schule und soziale Integration in der Schule. Gerade auch mit Blick auf die Frage, wie gut sind Schüler mit Zuwanderungshintergrund sozial integriert in ihren Schulen. Ein bisschen was zu den Lehrkräften, vor allem bezogen auf Einstellungen, Erfahrungen, Umgang mit Heterogenität, mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und dann ein kurzes Fazit ziehen. Das Ganze in etwas weniger als, also 50 Minuten ungefähr. Sie werden sehen, ach so, das sollte ich noch vorab sagen, ich zeige furchtbar viele Zahlen, werde aber immer die Zahlen einkreisen oder Pfeile drauf richten, um die es mir gerade geht. Also versuchen Sie nicht, diese komplexen Tabellen zu erfassen. Das geht in der Kürze der Zeit gar nicht. Ich habe immer irgendwas, was kennzeichnet, worum es gerade geht. Zunächst mal vorweg, da habe ich lange gerungen, auch in der Frage, wie stellt man das eigentlich in der Öffentlichkeit dar? Ich
Papst dann offensiv gemacht, weil ich glaube, das muss man sagen, um sozusagen das Ganze zu kontextualisieren. Die erste Botschaft ist nämlich die Heterogenität der Schülerschaft in den allgemeinen in den Grundschulen insgesamt, vor allem auch in den allgemeinen Schulen, hat sich erhöht. Der Anteil, und das sieht man an dieser Spalte, die mit Plus-Minus bezeichnet ist, der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund hat sich erhöht. Bundesweit ganz unten um 9 Prozentpunkte und dann nochmal in sehr unterschiedlichem Maße zwischen den Bundesländern. Das ist eine substanzielle Erhöhung des Anteils, der sich allerdings bezieht. Das beinhaltet noch nicht die Schülerinnen und Schüler, die mit Fluchterfahrungen 2015 ins System gekommen sind. Die haben wir noch nicht getestet, denn wir testen Schülerinnen und Schüler erst, wenn sie mindestens ein Jahr lang eine deutschsprachige Schule besucht haben. Die sind hier also noch nicht drin. Das sind also überwiegend Kinder der zweiten Generation, deren Eltern also zugewandert sind, die selber aber in Deutschland aufgewachsen sind und Kinder mit einem im Ausland geborenen Elternteil. Wenn man sich Schleswig-Holstein anschaut, dann ist auch hier eine Steigerung des Migrantenanteils zu verzeichnen, der in etwa dem bundesweiten Anstieg entspricht, nämlich 9 Prozentpunkte. Und absolut gesehen ist der Anteil aber moderat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, 24% insgesamt. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Anteil, zu einem Anteil wie in Bremen, bei fast 53% liegt, insgesamt in den Stadtstaaten sehr hoch, aber auch in einigen Bundesflächenländern inzwischen. Baden-Württemberg sehen Sie 44% insgesamt, eine Steigerung um 15,1 Prozentpunkte. Das ist doch ganz erheblich. Ein anderer Aspekt, der zur gestiegenen Heterogenität der Schülerschaft beigetragen hat, ist die Inklusion. Sie sehen hier, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine allgemeine Schule besuchen, bundesweit inzwischen bei 44% liegt. Und wir haben in allen Bundesländern eine Steigerung dieses Anteils zu verzeichnen. In Schleswig-Holstein ist der Anteil zwischen 2011 und 2016 der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine allgemeine Schule besuchen, um 12 Prozentpunkte gestiegen. Das ist nicht sehr hoch im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber insgesamt betrachtet ist er in Schleswig-Holstein ist der Anteil, ist, also die Steigerung ist zwar nicht sehr hoch, aber absolut betrachtet ist der Anteil recht hoch. Bei 75% liegt dieser Anteil insgesamt bundesweit bei 44%. Das ist doch ganz erheblich. Das sind Daten der amtlichen Statistik im Übrigen, nicht des Bildungstrends. Ja, also wir haben es mit einer gestiegenen Heterogenität der Schülerschaft zu tun. Und die Frage ist natürlich dann, reagieren die Bildungssysteme in ausreichendem Maße auf diese Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft? Diese Frage können wir in dieser Form natürlich nicht beantworten. Lediglich implizite Anhaltspunkte gibt es darauf, inwieweit das mehr oder weniger gut gelungen ist. Aber wir wollen uns jetzt anschauen, wie sieht es aus mit den erreichten Leistungen. Inhalte der Erhebung, ich zeige immer keine Beispielaufgaben, das dauert immer zu lange, die können Sie aber bei uns im Netz sehen. Aber nochmal zur Erinnerung, was wir getestet haben. Im Fach Deutsch haben wir die Bereiche Lesekompetenz, Zuhören und Orthographie getestet. Im Fach Mathematik haben wir die 5 Leitideen, die auf die Leitideen bezogenen Kompetenzen erfasst. Wir fassen das immer aber auch zusammen in eine Globalskala der mathematischen Kompetenz und ich werde auch nur auf diese Globalskala eingehen. Die Population sind alle Schülerinnen und Schüler mit alle in der 4. Jahrgangsstufe, einschließlich Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wobei wir nur Schüler einbeziehen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung. Das ist aber auch insgesamt die größte Gruppe, also damit decken wir sehr viele dieser Schülerinnen und Schüler ab. Und wir müssen einschränken, das sage ich gleich vorab, ist, dass wir für Orthographie erstens im Jahr 2011 keine Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf getestet haben. Das heißt, die Trends für diesen Kompetenzbereich beziehen sich nur auf Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Und zweitens haben wir damals nur eine für Deutschland insgesamt repräsentative Stichprobe getestet. Die Stichprobe insgesamt war zu klein, um Aussagen auf Länderebene zu machen. Also ich werde zwar einen Trend berichten können für Deutschland insgesamt, aber keinen Trend für Schleswig-Holstein oder für andere Bundesländer.
Insgesamt haben wir wie immer sehr viele Schülerinnen und Schüler getestet, über 29.000 Schülerinnen und Schüler insgesamt. Und in Schleswig-Holstein waren es insgesamt 1.740 Schülerinnen und Schüler aus 86 Schulen. Zwei Förderschulen waren hier drin und die werden sozusagen, das können wir, da kommt immer die Frage, reicht das denn? Die werden so gewichtet, so hochgewichtet, dass sozusagen die Proportionen in der Population abgebildet sind in den Ergebnissen insgesamt. Ja, ganz kurz nur, wir haben zum Teil eine Schwierigkeit. Wir sind ja angewiesen auf Angaben von Eltern bzw. von Kindern zu bestimmten Hintergrundmerkmalen, um die Disparitäten untersuchen zu können. Also wir brauchen Informationen über den Beruf der Eltern und darüber, ob die Familien zugewandert sind oder nicht. Den Zuwanderungshintergrund kann man von den Kindern auch in der 4. Klasse schon erfragen. Also wo bist du geboren, wo sind deine Eltern geboren? Das können die in der Regel, das wissen sie in der Regel. Aber den Beruf der Eltern kann man bei diesen Kindern nicht erfragen. Und die Eltern, die Rücklaufquoten der Elternfragebögen sind eben zum Teil sehr gering, sodass wir die Ergebnisse zu den sozialen Disparitäten für etliche Länder nur unter Vorbehalt berichten können, weil hier eben so viele fehlende Daten vorhanden sind. Das ist auch in Schleswig-Holstein der Fall. Wir mussten auch einzelne Länder, die sehen Sie da unten, die Stadtstaaten und das Saarland, ganz ausschließen aus diesen Analysen, weil hier einfach der Anteil der fehlenden Werte so hoch war, dass man sagt, das ist einfach nicht mehr belastbar, was man da berichten würde. Das gibt also für die sozialen Disparitäten insgesamt bundesweit ein eingeschränktes Bild. Das ist nicht vollständig belastbar. Ja, nochmal, bevor ich dann in Medias Res gehe und Ihnen die Ergebnisse zeige, nicht signifikante Unterschiede sollte man nicht interpretieren. Das sind, natürlich gibt es immer, wenn man zwei Länder vergleicht oder zwei Gruppen vergleicht, hat man immer einen Unterschied. Aber nur solche sollten interpretiert werden, die sich gegen den Zufall absichern lassen und alle anderen sollte man nicht interpretieren. Wir kennzeichnen nicht signifikante Ergebnisse durch schraffierte Balken zum Beispiel. Rangplatzunterschiede sollten grundsätzlich nicht interpretiert werden. Das machen die Medien natürlich immer sehr gern. Wir sind von dem 5. auf den 6. oder 7. Platz gerutscht. Das mag ja sein, aber man muss sich natürlich anschauen, wie groß sind denn die Unterschiede zwischen dem 5. und dem 7. Rangplatz. Oft sind es nur wenige Punkte und das ist trivial und wäre auch gar nicht statistisch signifikant. Wir tun das also gar nicht. Wir interpretieren Rangplatzunterschiede gar nicht. Wie gesagt, entscheidend ist die Frage, haben sich die Ergebnisse innerhalb von Ländern entwickelt. Die Ergebnisse, die ich gleich zeigen werde, beziehen sich auf einmal den Regelstandard jeweils in den einzelnen Kompetenzbereichen der KMK, die das also in diesen grünen Heftchen, die von der KMK verabschiedet worden sind, da sind die Regelstandards beschrieben. Das ist einmal die Frage, inwieweit wird der Regelstandard mindestens erreicht? Und eine andere zentrale Frage, auf die ich eingehen will, ist, inwieweit werden die Mindeststandards erreicht? Auf den Optimalstandard, Sie haben die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler angesprochen. Darauf gehe ich auch kurz ein, aber das wäre einfach zu viel, wenn ich das auch noch ausführlich tun würde. Ja, und damit sind wir auch schon beim ersten Ergebnispunkt, die Ausgangslage. Wie sah es im Jahr 2011 aus? Hier haben wir in dieser Grafik ist die Nulllinie der bundesdeutsche Mittelwert. Balken, die nach oben weisen, deuten auf höhere Ergebnisse, Leistungsergebnisse hin in einem Bundesland. Balken, die nach unten weisen, auf geringere Ergebnisse im Durchschnitt, beziehungsweise Anteile der Schülerinnen und Schüler, die mindestens den Regelstandard erreicht haben. Hier geht es um Prozentpunkte. Und nur, wie gesagt, die ausgemalten Balken sollten interpretiert werden. Das ist einmal Bayern, das signifikant, in Bayern ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler oder war damals der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Regelstandards erreicht haben, signifikant höher in beiden Kompetenzbereichen, Lesen und Zuhören im Fach Deutsch. Vereinzelt hatten wir auch signifikant bessere Ergebnisse in Sachsen und Sachsen-Anhalt, nämlich im Bereich Lesen. Und wir hatten damals die drei Stadtstaaten mit signifikant geringeren Anteilen von Schülerinnen und Schülern, die mindestens die Regelstandards erreicht haben als bundesweit. Damals wurde dieser Befund und auch der nächste, der in Mathematik, Schleswig-Holstein sollte ich noch sagen, kein Unterschied zum bundesdeutschen Wert.
hier nochmal Mathematik. Hier haben wir 4 Länder, also zusätzlich zu den Stadtstaaten Hessen, mit signifikant geringeren Anteilen von Schülerinnen und Schülern, die mindestens die Regelstandards erreicht haben. Und wir haben 4 Bundesländer, Baden-Württemberg damals noch, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, mit signifikant höheren Anteilen von Schülern, die mindestens die Regelstandards erreicht haben. Damals war eine große Diskussion nach dem IQB-Ländervergleich 2011, ob das überhaupt was bringt. Denn das würde doch eigentlich immer nur widerspiegeln, dass die Stadt sozusagen die Zusammensetzung der Schülerschaft. Also die Stadtstaaten sind immer ganz unten und die Länder mit geringerem Migrantenanteil etc. sind immer ganz oben. Und da wurde sehr stark in der Öffentlichkeit in Frage gestellt, ob sozusagen diese Ergebnisse überhaupt informativ sind. Dazu sage ich dann auch gleich nochmal was, wenn ich die neuen Ergebnisse Ihnen jetzt zeige. Schleswig-Holstein in diesem Fall auch wieder ganz im Bundesdurchschnitt. Ja, wie haben sich jetzt die Ergebnisse verändert zwischen den Jahren 2011 und 2016? Die Balken, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, beziehen sich jetzt also auf die Entwicklung innerhalb der Bundesländer. Also die Frage, inwieweit hat sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Regelstandards mindestens erreichen, erhöht? Und bezogen auf die Mindeststandards ist es andersrum. Hier werde ich die Frage stellen, inwieweit konnte der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Mindeststandard verfehlen, reduziert werden? Hier ist das Bild für Deutschland insgesamt erstmal. Sie sehen ganz rechts, im Lesen haben wir keine signifikante Veränderung. Das ist stabil. Der Balken geht zwar ein bisschen nach unten, das ist aber nicht statistisch signifikant. Kann man sagen, das ist nicht zufriedenstellend, aber angesichts der Veränderung in der Heterogenität der Schülerschaft würde ich sagen, das kann man auch als Erfolg bewerten, dass wir hier zumindest eine Stabilität erreicht haben in diesem Anteil. Signifikant nach unten gegangen sind die Anteile für den Kompetenzbereich Zuhören um etwa 5 Prozentpunkte und für den Bereich Orthographie um 10 Prozentpunkte. Das ist also schon richtig viel, diese Veränderung im Bereich Orthographie. Und Sie sehen, dass ein Bundesland, Hamburg, im Lesen, das ist das einzige, das einen positiven Trend, einen signifikant positiven Trend zu verzeichnen hat im Bereich Lesen. Ansonsten sehen wir signifikante Balken nur im Bereich Zuhören und die gehen alle nach unten. Also im Bereich Zuhören ist sozusagen ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Regelstandards erreichen, in etlichen Ländern, also 5 Ländern insgesamt, hat sich reduziert bis zu 10 Prozentpunkten in Baden-Württemberg beispielsweise und in Sachsen-Anhalt. Schleswig-Holstein hat hier keine signifikanten Veränderungen zu verzeichnen. Im Bereich Lesen geht der Balken nach oben, ist zwar nicht statistisch signifikant, aber geht immerhin nach oben, aber auch im Zuhören auch eine Tendenz nach unten, aber wie gesagt nicht statistisch signifikant. Mindeststandards, also hier sind sozusagen Balken, die nach unten gehen, sind gut. Das wünscht man sich. Man wünscht sich, dass der Anteil von Schülern, die die Mindeststandards verfehlen, reduziert wird. Das ist in Deutschland insgesamt nicht der Fall. Im Gegenteil, im Bereich Zuhören und im Bereich Orthographie ist der Anteil gestiegen. Aber wir haben ein Bundesland und das ist Schleswig-Holstein, wo es gelungen ist, im Bereich Lesen den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Mindeststandard im Lesen verfehlen, signifikant zu reduzieren. Dann haben wir wiederum ähnliches, also spiegelbildliches Bild, dass in etlichen Ländern der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Mindeststandard im Zuhören verfehlen, sich signifikant gesteigert hat. Und in Mathematik haben wir ebenfalls bundesweit betrachtet einen nach unten weisenden Trend. Um etwa 6 Prozentpunkte ist der Anteil der Schüler, die mindestens die Regelstandards erreichen, gesunken. Das ist auch in einigen Bundesländern der Fall und spiegelt in Schleswig-Holstein keine signifikante Veränderung. Und spiegelbildlich dazu das Ganze nochmal für die Mindeststandards. Auch hier in Schleswig-Holstein keine Veränderung. Stabilität, aber Sie haben es ja eben schon angesprochen, Frau Ministerin, Sie haben eben Stabilität und keine negativen Veränderungen hier in Schleswig-Holstein. Ja, wie gesagt, wir haben einerseits die Frage, sozusagen, wie haben sich die Ergebnisse verändert innerhalb der Bundesländer. Nun ist aber auch natürlich die Frage relevant,
Wie sieht es absolut betrachtet im Jahr 2016 aus? Also welcher Anteil von Schülerinnen und Schülern absolut gesehen erreicht mindestens die Regelstandards beziehungsweise verfehlt die Mindeststandards? Und das wollen wir jetzt, das sind furchtbar viele Zahlen, aber wie gesagt, ich kringel immer ein, worum es mir gerade geht. Zunächst einmal zu den Mindeststandards. Bundesweit betrachtet im Fach Deutsch lesen. Bundesweit liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Mindeststandard erreichen, bei 12,5%. Da kann man natürlich sagen, es sollte natürlich eigentlich bei null liegen. Die Frage ist, ob man das jemals erreichen wird. Das ist ein großes Fragezeichen, glaube ich. Und wenn wir mal uns zurückerinnern, beispielsweise in PISA damals, als es den großen PISA-Schock gab, PISA hatte ja auch so etwas wie einen Mindeststandard, da lag der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die diesen PISA-Mindeststandard nicht erreicht haben, bei, ich glaube, 23%, also fast einem Viertel. Das ist doch ein kleiner Unterschied an dieser Stelle. Man kann, also 12,5% sind sicherlich auch noch nicht zufriedenstellend, aber es ist nicht keine Katastrophe, würde ich mal sagen. Aber es ist, darüber muss man diskutieren, ab wann man denn zufrieden ist. Aber es geht hoch bis zu fast 26% in Bremen. Also wir haben sehr, sehr große Länderunterschiede hier. Und das möchte ich hier nochmal, da möchte ich explizit darauf hinweisen, in Hamburg ist es gelungen, die beiden Stadtstaaten Bremen und Berlin haben einen signifikant höheren Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Mindeststandard erreichen im Lesen. Hamburg hat sich so weit hochgearbeitet, dass jetzt der Anteil dem Bundeswert entspricht. Also eine günstige Entwicklung für Hamburg. Und Schleswig-Holstein gehört zu den drei Ländern, in denen der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Mindeststandard im Lesen erreichen, geringer ist als als bundesweit. Also ein wirklich erfreulicher Befund für Schleswig-Holstein. Das ist auch der Fall, wenn man mindestens Regelstandard betrachtet. Auch hier ist der Anteil in Schleswig-Holstein signifikant höher als in Deutschland insgesamt. Also grün bedeutet immer ein günstiges Ergebnis, rot ein ungünstiges Ergebnis. Was den Optimalstandard allerdings angeht, entspricht der Wert in Schleswig-Holstein dem bundesdeutschen Gesamtwert. Das Ganze nochmal für den Bereich Zuhören. Hier erreichen 11% der Schülerinnen und Schüler 2016 nicht den Mindeststandard. Sie haben gesehen, in vielen Ländern ging es nach unten, aber wir sind bundesweit betrachtet nur bei 11%. Also auch da, man will nicht, dass es weiter nach unten geht, aber absolut betrachtet ist es jetzt vielleicht auch kein ganz katastrophales Ergebnis. Das geht aber wiederum rauf bis zu 21% in Bremen, Hamburg wieder im Durchschnitt. Und in Schleswig-Holstein auch wieder ein sehr erfreuliches Bild. Der Anteil hier der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Mindeststandard erreichen, zuhören, ist signifikant geringer als bundesweit. Ebenso der Anteil bezogen auf den Regelstandard sind signifikant günstiger als bundesweit. Optimalstandard wiederum kein Unterschied zum bundesdeutschen Wert. Orthographie, das hatten wir ja jetzt nicht im Trend, aber wir können natürlich jetzt eine Aussage darüber machen, wie sieht es 2016 aus. Hier haben wir, da glaube ich, kann man sagen, das ist zu hoch. 22% der Schülerinnen und Schüler erreichen im Bereich Orthographie bundesweit nicht den Mindeststandard. Das geht hoch bis zu 40% in Bremen, 34% in Berlin und hier sehen Sie Hamburg auch rot eingekreist. Hier hat Hamburg also auch immer noch eine Herausforderung zu bewältigen. Schleswig-Holstein, wir haben zwei Länder mit einem signifikant geringeren Anteil, nämlich Bayern und das Saarland. Saarland erstaunlicherweise auch schon in der Sekundarstufe 1 sehr gut in Orthographie. Da muss man mal hören, wie die das hinkriegen. Ich habe den Verdacht, das könnte was mit der Mehrsprachigkeit zu tun haben, aber das wissen wir nicht. Und Schleswig-Holstein, hier liegt der Wert, in Schleswig-Holstein entspricht der Wert dem bundesdeutschen Wert insgesamt. Genauso für mindestens Regelstandard erreicht und Optimalstandard erreicht im Durchschnitt. Und schließlich Mathematik. Unter Mindeststandard bundesweit 15% der Schülerinnen und Schüler.
Das geht wiederum hoch bis 35%. In Schleswig-Holstein entspricht der Wert wiederum dem bundesdeutschen Wert 13%. Das ist auch der Fall für mindestens Regelstandard erreicht und Optimalstandard erreicht, also Durchschnitt sozusagen. Ja, hier ist es nochmal kurz zusammengefasst. Die fettgedruckten Werte sind da, wo sie sich sozusagen, wo Schleswig-Holstein sich signifikant absetzt vom bundesdeutschen Wert. Sie haben also einen günstigen Trend, eine Reduktion des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Mindeststandard erreichen, um 4 Prozentpunkte, signifikant günstiger als bundesweit. Und die Ergebnisse im Lesen und Zuhören sind insgesamt, fallen besser aus als in Deutschland insgesamt. In Orthographie und in Mathematik haben sie, gibt es keinen signifikanten Unterschied zu den bundesdeutschen Werten insgesamt. Ja, damit komme ich zu den geschlechtsbezogenen Disparitäten. Frau Ministerin, Sie hatten es ja schon angesprochen, es gibt hier Stabilität in der Tat. Hier sind die Ergebnisse, also die Kompetenzunterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Fach Deutsch. Und was Sie sehen, alle Balken weisen nach links. Das bedeutet, hier haben Mädchen Vorteile in allen drei Kompetenzbereichen. Und zwar vor allem im Bereich Orthographie. Das sind die rosafarbenen Balken jeweils ganz unten. Da sind die Unterschiede besonders groß. Das sind jetzt Punkte auf der Mittelwertskala. 29 Punkte geringer. Und ich muss noch mal überlegen, das sind, glaube ich, ein Drittel Schuljahr, glaube ich. In Orthographie haben wir die Schülerinnen und Schüler lernen natürlich enorm viel noch dazu, von der dritten bis zur vierten Jahrgangsstufe in Orthographie. Und hier kann man schätzen, dass sie zwischen der dritten und der vierten Jahrgangsstufe ungefähr 100 Punkte dazu lernen. Das heißt, hier liegt der Unterschied bei etwas weniger als einem Drittel Schuljahr zwischen Jungen und Mädchen. Und im Lesen ist der Unterschied aber auch gravierend und signifikant in Schleswig-Holstein. Im Zuhören finden wir in vielen Ländern keine signifikanten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. In Mathematik das umgekehrte Bild, etwas weniger ausgeprägt. Schleswig-Holstein entspricht ungefähr also dem bundesdeutschen Unterschied. Der liegt in deutschlandweit bei 19 Punkten. Der Vorteil der Jungen in Mathematik im Vergleich zu den Mädchen in Schleswig-Holstein sind es 14 Punkte. Das ist in der Tat ein so stabiles Muster. Man fragt sich immer, wie kann das eigentlich sein? Es wird doch eigentlich viel getan in der Richtung, aber können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber diskutieren. Fällt alles stereotyp aus, vor allem in Orthographie erreichen die Mädchen höhere Werte, Mathematik umgekehrt. Und im Zuhören ist der Unterschied am kleinsten. Da haben sich kaum Veränderungen ergeben. Was man auch sieht, ist, dass die fachbezogene Motivation, also Interesse am Fach Deutsch, Interesse an Mathematik, das scheint bei Mädchen und Jungen recht hoch zu sein insgesamt. Aber auch hier sehen wir die stereotypen Unterschiede. Mädchen haben mehr Interesse an Deutsch, Jungen haben mehr Interesse an Mathematik. Und vor allem, was man immer wieder sieht, also auch im Bildungstrend 2000 oder im Ländervergleich 2012 in der Sekundarstufe 1, bei gleichen Leistungen haben die Mädchen ein niedrigeres Selbstkonzept in Mathematik. Das bedeutet, die Mädchen also sind zwar gleich gut, so genauso gut wie die Jungen, aber sie glauben, sie sind nicht überzeugt davon in dem Maße, dass sie gut sind wie die Jungen. Und das trägt natürlich mit dazu bei, dass sich das perpetuiert. Das wirkt sich aus auf Kurswahlen beispielsweise, auf Berufswahl und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Soziale Disparitäten, hier haben wir die Veränderungen, das hat die Frau Ministerin ja auch schon gesagt, dass wir keine Sie sehen, fast alle Balken sind hier schraffiert, das heißt, wir haben kaum Veränderungen in den sozialen Disparitäten. Was auch wiederum, man kann im Grunde vielleicht sogar auch sagen, dass das auch als Erfolg zu werten ist angesichts des gestiegenen Migrantenanteils. Aber zufrieden sein kann man damit sicher nicht, denn man möchte natürlich, dass sich die Kopplung zwischen sozioökonomischem Hintergrund und den erreichten Kompetenzen, darum geht es hier, also inwieweit ist das erreichte Kompetenzniveau eines Schülers, einer Schülerin
abhängig davon oder gekoppelt daran, aus welchem Elternhaus er oder sie kommt, also der sozioökonomische Status der Familie. Hier haben wir, wie gesagt, keine signifikante Veränderung. In Deutschland insgesamt etwas gestiegen. Sie sehen, die Balken sind in zwei Kompetenzbereichen signifikant, aber das ist keine große Steigerung. Und in Schleswig-Holstein keine signifikante Veränderung. Außer in einem Bereich, und das ist auch, Schleswig-Holstein gehört zu den wenigen Ländern, wo die Disparitäten signifikant reduziert werden konnten, nämlich in einem Bereich, und das ist der Bereich Lesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das spiegelt, glaube ich, wirklich wieder. Ich glaube, nach PISA ist ja doch viel passiert. Und ich glaube, gerade auch in Schleswig-Holstein hat man sich sehr stark auf den Weg gemacht, zu fragen, wie können wir eigentlich die Lesekompetenz besser fördern? Und das scheint sich da in diesem Fall auch tatsächlich ausgezahlt zu haben. In Mathematik wiederum keine Veränderung in den sozialen Disparitäten. Aber wie gesagt, das ist alles sehr stark unter Vorbehalt, weil wir eben in vielen Ländern zu wenig Daten haben, um wirklich belastbare Aussagen machen zu können. Auch die Ergebnisse für Schleswig-Holstein stehen unter einem Vorbehalt. Die Disparitäten fallen interessanterweise in Orthographie weniger stark aus als im Lesen und im Zuhören und in Mathematik. Das sehen wir auch immer wieder bei den zuwanderungsbezogenen Disparitäten. Also der Unterschied zwischen Schülern mit und ohne Zuwanderungshintergrund in Orthographie ist geringer als vor allem im Zuhören. Da sind die Unterschiede am größten, im Lesen so dazwischen. Wir finden kaum, also wenn man die Länder auch untereinander vergleicht, also in welchem Bundesland sind die sozialen Disparitäten höher oder weniger groß als bundesweit, sieht man da kaum signifikante Unterschiede, aber auch da alles unter Vorbehalt aufgrund der fehlenden Werte. Genau, das habe ich schon gesagt. Ja, dann noch zu den zuwanderungsbezogenen Disparitäten. Wir haben gesehen, dass der Anteil der Schüler mit Zuwanderungshintergrund gestiegen ist. In Schleswig-Holstein aber natürlich absolut betrachtet geringer ist als in vielen anderen Bundesländern, westdeutschen Ländern. Und darauf möchte ich auch noch mal explizit aufmerksam machen. Das war ja sozusagen für mich damals die Entscheidung in der Pressekonferenz. Stellt man das vorne heraus und sagt, der Migrantenanteil hat sich erhöht. Die Sorge, die man da natürlich hat, ist, dass die Schuldfrage gestellt wird und dass man ein Stück weit der AfD in die Hände spielt, die dann sagt, seht ihr, es liegt an den Migranten. Dieses Bild zeigt, dass das so einfach nicht ist. Es ist sicherlich, die Heterogenität der Schülerschaft macht es herausfordernder zu unterrichten, aber es ist nicht so, dass nur die eine oder andere Gruppe schwächer geworden ist. Sie sehen hier, im Lesen haben sich, das sind die drei Balken sind unterscheiden zwischen Schülern. Der oberste sind Schülerinnen und Schüler jeweils ohne Zuwanderungshintergrund, dann Schüler mit einem im Ausland geborenen Elternteil und dann Schülerinnen und Schüler mit zwei im Ausland geborenen Elternteilen. Und Sie sehen, dass die Balken, dass sozusagen im Lesen, im Trend sich nichts getan hat in allen drei Gruppen. Hier haben wir also in allen drei Gruppen Stabilität. Im Zuhören sind alle schwächer geworden, vor allem die Kinder mit Zuwanderungshintergrund, was auch plausibel ist. In Orthographie sind die Kinder ohne Zuwanderungshintergrund besonders stark schwächer geworden. Und in Mathematik gibt sich das insgesamt nicht viel. Wir sehen sogar bei Kindern mit zwei im Ausland geborenen Elternteilen ist der Trend nicht signifikant. Und auch, wenn man jetzt nochmal insgesamt betrachtet, haben wir, wenn man diese Gruppen jetzt nochmal signifikant sich anschaut, dann haben wir keine signifikanten Trends wiederum in Schleswig-Holstein im Lesen, auch im Zuhören nicht, dass irgendwie eine Gruppe einen stärker ausgeprägten Trend hat als die andere. Das ist insgesamt nicht der Fall. Also hier kaum Unterschiede. Und dann noch der Punkt zur Schulzufriedenheit. Wie gesagt, wir haben das erste Mal uns angeschaut in der Sekundarstufe 1 im IQB-Ländervergleich Bildungstrend 2015.
Und finden ganz ähnliche Ergebnisse hier auch 2016. Wir haben einmal gefragt, wie zufrieden bist du mit deiner Schule? Also solche Items wie, ich fühle mich wohl in meiner Schule. Insgesamt 4 solche Aussagen, die dann die Schülerinnen und Schüler bewertet haben auf einer 4-stufigen Skala. Und eine Skala zur sozialen Eingebundenheit. Ich habe wirklich gute Freunde in der Klasse, sind so typische Aussagen. Der theoretische Mittelpunkt der Skala, 4 Punkte, liegt dann bei 2,5. Und was wir sehen, und hier haben wir nochmal unterschieden zwischen Schülern mit und ohne Zuwanderungshintergrund. Der erste Balken sind immer die Schüler mit ohne Zuwanderungshintergrund. Und was wir sehen, alle Schülerinnen und Schüler sind wirklich sehr zufrieden mit ihrer Schule. Die fühlen sich wohl in ihrer Schule. Das liegt alles, alle Mittelwerte liegen über dem theoretischen Mittelwert der Skala. Und wenn es Unterschiede gibt zwischen diesen drei Gruppen, dann sind es die Schüler mit 2 im Ausland geborenen Elternteilen, die noch mal etwas zufriedener sind als die Schülerinnen und Schüler ohne Zuwanderungshintergrund. Das sieht man immer, wenn der rechte Balken ausgefärbt ist, dann ist das der Fall, und das ist auch in Schleswig-Holstein der Fall. Also hier fühlen sich alle drei Gruppen von Schülerinnen und Schülern fühlen sich in Schleswig-Holstein sehr wohl in ihren Schulen, sind zufrieden mit ihren Schulen, und vor allem noch mal etwas mehr die Schülerinnen und Schüler mit 2 im Ausland geborenen Elternteilen. Ähnliches Bild für die soziale Eingebundenheit. Hier gibt es im Grunde, ich glaube, gar keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen in gar keinen Ländern, und alle fühlen sich sozial, sind sozial gut eingebunden in ihren Schulen. Im Durchschnitt. Da gibt es natürlich auch noch Variabilität und Varianz, aber im Durchschnitt ergibt sich hier ein wirklich erfreuliches Bild. Und übrigens, das sage ich auch gerne dazu, auch in den Bundesländern, in denen ein hohes Leistungsniveau erreicht wird. Also es ist nicht so, dass die bayerischen Kinder sehr unglücklich sind, wie manchmal das Stereotyp geht. Ja, wie gesagt, die zuwanderungsbezogenen Disparitäten haben sich kaum verändert. Und nochmal, im Bereich Orthographie sind sie am kleinsten. Im Zuhören am größten. Das ist insofern plausibel, als dass natürlich Schüler die Lerngelegenheiten für das Zuhören im außerschulischen Umfeld sehr viel größer sind für Kinder ohne Zuwanderungshintergrund als für Kinder mit Zuwanderungshintergrund. In Orthographie, das lernt man natürlich überwiegend in der Schule, sowohl die Kinder mit als auch die Kinder ohne Zuwanderungshintergrund. Insofern ist dieses Ergebnis, und das finden wir auch immer wieder, ist stabil und ist auch absolut plausibel. Im Fach Mathematik entsprechen die Disparitäten ungefähr den Disparitäten im Lesen. Wir haben kaum Veränderungen. Das ist doppelt, ne? Ja, das, Entschuldigung. Und wie gesagt, die negativen Trends, die wir insgesamt sehen bundesweit für die Bereiche Zuhören, Orthographie und Mathematik, die sieht man, sind nicht auf einzelne Schülergruppen beschränkt. Also es sind nicht nur die Schüler mit Zuwanderungshintergrund, die schwächer geworden sind. Was wir dann in anderen Analysen natürlich auch immer wieder sehen, ist, dass sich viele dieser Disparitäten, der zuwanderungsbezogenen Disparitäten, ein hoher Anteil lässt sich auf soziale Hintergrundmerkmale der Schülerinnen und Schüler zurückführen. Es ist also sozusagen der sozioökonomische Hintergrund der Schüler mit Migrationshintergrund, der vieles, einen Großteil der Nachteile dieser Schülergruppe erklärt. Und das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir Kompositionsanalysen machen. Also wenn wir die Frage stellen, inwieweit wird in Schulen mit einem hohen Migrantenanteil, werden dort geringere Leistungen erzielt, dann verschwindet dieser Effekt, wenn man die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft kontrolliert. Also es ist sozusagen die ungünstigen Bildungsvoraussetzungen, egal ob die Schüler mit Zuwanderungshintergrund in die Schule haben oder nicht. Mit Ausnahme der Familiensprache, und deshalb bin ich sehr froh, dass Sie auch nochmal dieses Thema Sprachförderung angesprochen haben, hier sehen wir immer einen Effekt der zu Hause gesprochenen Sprache. Das bedeutet natürlich nicht, das war ja früher mal eine Diskussion, die Diskussion ist zum Glück vom Tisch, dass man gesagt hat, man muss die Eltern zwingen, zu Hause Deutsch zu sprechen. Das ist natürlich keine sinnvolle Forderung, wenn die Eltern nicht Deutsch können oder auch kein gutes Deutsch sprechen, weil wir auch wissen, dass natürlich die Konzeptentwicklung, also es ist erstmal entscheidend, dass überhaupt gesprochen wird, dass viel gesprochen wird, dass gelesen wird,
damit die Konzepte sich entwickeln, dann ist auch sozusagen der Spracherwerb leichter. Aber wir müssen natürlich trotzdem auch Lerngelegenheiten, institutionelle Lerngelegenheiten schaffen für den Erwerb der deutschen Sprache, und zwar qualitativ hochwertige Lerngelegenheiten und natürlich schon möglichst früh im Elementarbereich. Und das ist, ich selber arbeite zu diesem Thema, das haben wir, glaube ich, alle miteinander unterschätzt, wie schwierig das ist, Sprache effektiv zu fördern. Lesekompetenz ist da, erstens haben wir da viel mehr Vorarbeiten in der Wissenschaft, wir wissen viel besser, wie es geht. Sprachliche Kompetenzen zu fördern ist viel, viel anspruchsvoller und gerade auch sozusagen in den Fachunterricht, das ist ja häufig eine Forderung und die ist auch, glaube ich, eine wichtige Forderung, dass auch der Fachunterricht die sprachlichen Anforderungen stärker berücksichtigen muss. Aber das umzusetzen, sozusagen die Sprache, einmal den Fachunterricht sehr gut zu machen und dann auch noch integriert sozusagen die sprachlichen Anforderungen zu berücksichtigen, darauf einzugehen, sodass sich die sprachlichen Kompetenzen bezogen auf das Fach weiterentwickeln, das ist eine große Herausforderung, die, glaube ich, noch kein Bundesland, Hamburg ist da auch, hat da auch viel zu bieten, aber auch da würde ich sagen, das ist noch nicht optimal, da müssen wir insgesamt noch besser werden. Ja, Viertklässlerinnen und sind zufrieden mit ihren Schulen, habe ich gesagt, teilweise Kinder aus zugewanderten Familien sogar noch zufriedener. Jetzt noch kurz, ich bin gut in der Zeit, was zu Lehrkräften. Und zwar zu Fragen zum Umgang mit Heterogenität. Wir haben so ein paar Fragen mit aufgenommen und auch ein Kapitel im Berichtsband, was so in dieser kurzen Zeit der Berichtslegung möglich war, um ein paar Auswertungen zu machen zur Frage, wie sind die Einstellungen von Lehrkräften und der Umgang von Lehrkräften mit Inklusion. Und jetzt auch nochmal speziell für Schleswig-Holstein haben wir dazu ein bisschen was ausgewertet, separat. Wir haben einmal hier sind die selbst eingeschätzten Kompetenzen der Lehrkräfte im gemeinsamen Unterricht. Gemeinsamen Unterricht umzusetzen von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Das ist eingeteilt in niedrig, mittel, hoch. Und hier unten haben wir die Mittelwerte im Es ist auch wieder eine Vier-Punkte-Skala, manche wenige haben sozusagen das Gefühl, sie sind, können das gar nicht, haben also eine niedrig selbst eingeschätzte Kompetenz. Viele haben eine mittelhoch eingeschätzte Kompetenz, selbst eingeschätzte Kompetenz und ein etwas größerer Anteil als bei den Niedrigen, die glauben, dass sie gut in der Lage ist, gemeinsam Unterricht umzusetzen. In Schleswig-Holstein sind es etwa 20%, die sozusagen ihre Kompetenz in dieser Hinsicht als hoch einschätzen und ansonsten unterscheidet sich der Wert nicht von Deutschland insgesamt. Signifikant höher ist er beispielsweise in Hamburg und in Bremen, und wo der Anteil der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler auch insgesamt sehr viel höher ist. Auch die Einstellungen sind gemischt. Also wir haben in Schleswig-Holstein jetzt speziell nur wenige Lehrkräfte, 18% ungefähr, die keine sehr positive Einstellung haben zum gemeinsamen Unterricht, die also der Auffassung sind, dass das nicht zielführend ist. Und ein etwa gleich hoher Anteil, etwas höherer Anteil sagt, glaubt, dass das ein guter Weg ist. Die meisten bewegen sich so im Mittelfeld. Dann haben wir hier uns nochmal angeschaut, wie viel Erfahrung, wir haben gefragt, wie viel Erfahrung haben Sie im gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf? Und Sie sehen, bundesweit haben die Lehrkräfte fast 7 Jahre Erfahrung sammeln können bereits im Unterrichten von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. In Schleswig-Holstein ist es etwas höher, 7,5 Jahre, aber natürlich in Ländern, die Inklusion schon sehr lange betreiben, wie vor allem Bremen, ist es noch etwas höher. Und schließlich Fortbildungsbedarf. Hier haben wir nochmal unterschieden zwischen Lehrkräften, die derzeit, also in der
in der im Bildungstrend getesteten Klasse Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben und solche, die keine Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse haben. Und Sie sehen, dass wir haben gefragt, wie hoch, also haben Sie hohen, in welchen Bereichen haben Sie Fortbildungsbedarf? Und Sie sehen, der liegt etwa fast 68% der Lehrkräfte, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse haben, sagen, sie haben hier Fortbildungsbedarf, hohen oder sehr hohen Fortbildungsbedarf. Bei den Lehrkräften, die keine Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Klassen hatten, sind es 78%. Herr Rieke Baulicke schmunzelt, ich bin gespannt, warum. Nee, mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und wir machen weniger Fortbildung. Nee, so rum nicht. Kausalitätsrichtung, glaube ich, ist hier andersrum. Aber jetzt nochmal insgesamt betrachtet, und das ist ein Befund, den sieht man auch bundesweit in eigentlich allen Bundesländern, und den haben wir auch schon im IQB-Bildungstrend 2015 gesehen. Wenn Sie sich mal anschauen, wir haben, wie gesagt, zu verschiedenen Feldern gefragt, inwieweit haben Sie in diesen Bereichen Fortbildungsbedarf, und Sie sehen, der längste Balken bezieht sich auf Integration, Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Über 70% in Schleswig-Holstein sagen, hier haben Sie Fortbildungsbedarf, hohen oder sehr hohen Fortbildungsbedarf. Aber auch viele sagen Förderung von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern allgemein, und dann geht es runter über diese verschiedenen anderen Bereiche. Aber das ist sozusagen, glaube ich, und das spiegelt, passt ja auch zu den Ergebnissen, die ich am Anfang gezeigt habe. Wir haben eine heterogenere Schülerschaft, und das spiegelt sich auch in dem wahrgenommenen Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte wider. Ja, damit bin ich auch schon beim Fazit. Wir haben gesehen, dass in Fach Deutsch bundesweit im Bereich Lesen die Ergebnisse weitgehend stabil geblieben sind, was, wie gesagt, meines Erachtens angesichts der gestiegenen Heterogenität der Schülerschaft als Erfolg gewertet werden kann. Im Zuhören und Orthographie sind sowohl für Deutschland insgesamt als auch im Bereich Zuhören für einige Länder eher ungünstige Entwicklungen zu verzeichnen. Mathematik haben wir auch in einigen Ländern ungünstige Trends. Und positive Trends haben wir wirklich fast gar keine, sehr wenige nur zu verzeichnen. Aber die Länder unterscheiden sich sehr stark, das haben wir auch gesehen. Die Disparitäten sind stabil geblieben bundesweit weitgehend. Und auch innerhalb, das, was wir innerhalb der Länder an Disparitäten sehen, diese unterscheiden sich kaum von den Ergebnissen für Deutschland insgesamt. Und dass die Schüler mit und ohne Zuwanderungshintergrund sich wohlfühlen an ihren Schulen, zufrieden sind mit ihren Schulen, sich sozial gut integriert fühlen, habe ich auch gezeigt. Aber wie gesagt, das Bild ist zwischen den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich. Manche Länder haben insgesamt ein Qualitätsproblem, andere haben nur in einzelnen Bereichen Herausforderungen zu bewältigen. In Schleswig-Holstein haben wir weitgehende Stabilität im Lesen, im Zuhören und im Fach Mathematik, aber eine signifikante Reduktion des Anteils von Kindern, die den Mindeststandard nicht erreichen. Also das erste ist bezogen auf den Regelstandard, und Sie haben wirklich den erfreulichen Befund, dass in Schleswig-Holstein der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Mindeststandard nicht erreichen, signifikant gesenkt werden konnte. Das ist auch das einzige Bundesland, das betone ich auch gerne nochmal. Und Sie haben insgesamt im Lesen und Zuhören hier in Schleswig-Holstein ein erfreuliches Bild. Signifikant höhere Anteile erreichen hier die Regelstandards, beziehungsweise signifikant niedrigere Anteile verfehlen den Mindeststandard. In Orthographie und Mathematik entsprechen die Ergebnisse dem Bundesdurchschnitt. Stabilität bezogen auf die Disparitäten in Schleswig-Holstein im Lesen. Im Lesen im Vergleich mit Deutschland insgesamt haben sie eine geringere Disparität, eine soziale Disparität. Aber die Disparitäten bestehen, gerade auch bezogen auf den Zuwanderungshintergrund. Das ist völlig klar. Auch hier ist die Frage, ob man die jemals ganz wegbekommen wird. Ich glaube, das wäre ein unrealistischer Anspruch letztlich, sowohl bezogen auf die sozialen Disparitäten als auch bezogen auf die Zuwanderungsdisparitäten. Aber man muss natürlich versuchen, sie weiterhin zu verringern.
Und das, den Rest habe ich, glaube ich, ausführlich genug Ihnen berichtet. Und damit bin ich, glaube ich, am Ende. Ja, ach so, noch ein Rückblick, um das nochmal einzubetten. Das haben wir nochmal ergänzt. Und zwar will ich, wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen mit Grundschulen beschäftigt, aber ich will doch nochmal auf die Ergebnisse für den Bildungstrend 2015 aufmerksam machen, wo nämlich die Ergebnisse auch schon sehr erfreulich waren. Sie sehen einmal die Trendanalysen hier oben. Hier ist in Schleswig-Holstein in den meisten Bereichen haben sie eine signifikant positive Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Im Englisch Leseverstehen und Hörverstehen war das fast bundesweit der Fall. Das war jetzt also nichts Besonderes. Da hatten wir bundesweit auch einen positiven Trend. Aber in Schleswig-Holstein gehörte zu den wenigen Bundesländern, die in der Sekundarstufe 1 im Lesen und im Zuhören auch positive Trends zu verzeichnen hatte. Auch die Mindeststandards, also der Anteil der Schüler, die die Mindeststandards nicht erreicht haben, konnte reduziert werden. Das war zwischen 2009 und 2015. Und insgesamt auch über dem Durchschnitt liegende Anteile im Lesen und im Zuhören von Schülerinnen und im englischen Hörverstehen von Schülerinnen und Schülern, die den Regelstandard mindestens erreicht haben, als im Bundesdurchschnitt. Das erspare ich Ihnen noch mal ganz kurz. Auch in der Sekundarstufe 1 in Mathematik und Naturwissenschaften sah das Bild ja insgesamt ganz ordentlich aus. Also insofern kann Schleswig-Holstein ganz, glaube ich, insgesamt zufrieden sein. Aber natürlich gibt es noch Arbeit zu tun und ich bin jetzt gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus